Ich begrüße euch zu einer neuen Folge NBA 2K19. Heute bei den Portland Trailblazers. Jo, was gibt's zu erzählen? Wir haben zwei sehr krasse Games hinter uns. Einmal gegen die Lakers mit dem 1,7 Sekunden vor Ende Korb von James Harden. Gott sei Dank für uns. Dann haben wir noch das Spiel gegen die Warriors hinter uns gebracht, was auch zum Schluss spannender war, als es hätte sein müssen nach einer 20-Punkte-Führung. Jo, ich hoffe, dass wir heute mal wieder deutlich gewinnen. Was ich euch erzählen kann, ist, wir nähern uns ganz, ganz stark der ersten Golfplakette. Also wenn ich mich nicht ganz blöd anstelle, brauche ich noch zwei Trainingseinheiten, dann haben wir die erste Golfplakette voll. Ja, da freue ich mich drauf. Mal gucken, wie sich das dann auswirkt. Dann sind wir im wahrsten Sinne des Wortes eine goldene Abschlussbestie. Von daher würde ich jetzt sagen, gar nicht lang rumschnacken, denn ich habe heute vor, ein bisschen mehr aufzunehmen. Deswegen, auf geht's! Schön, da haben wir schon mal den Tipp aufgewonnen. Ich kämpfe die ganze Zeit mit mir, ob ich nochmal Gatorade Boost kaufen soll, weil unsere Ausdauer ist ja teilweise echt furchtbar. Schade. Da reicht der Block nicht, damit Harden genug Platz hat. McCollum mit dem Dribble Move aus der Hölle. Wir versuchen, so gut es geht, an unserem Mann dran zu bleiben. Da ist der Steal. Ah, er hat es nicht gesehen. War mein Fehler. Bevor es jetzt wieder heißt, ja, warum machst du das denn? Weil es steht noch 0-0. Wir liegen nicht hinten. Wir liegen nicht vorne. Wir können eigentlich machen, was wir wollen. Ach, Mist. Okay, erster Wurf daneben. Da wäre fast der zweite Stil gewesen. Yeah, it just looked like, and I'm not sure if you guys saw this, but just never comfortable in this game, and the line. So, ich stell mich, aber der geht. Drei Punkte für Portland. Schade. Dumme Idee. Look at the competitive matchups out there tonight. We're in store for a good one. Here's Cook. The shot, no good. Auch der fällt nicht. Dann holen wir uns nur den halt wieder. Zwei Steals, wunderbar. Gut, das ist natürlich trotzdem nervig, dass unsere ersten beiden Würfe nicht reingehen. Ich will nicht sagen, dass das ein schlechtes Zeichen ist, aber es fühlt sich sehr schlecht an. They come in fresh off a win against the Warriors. And I felt like they came out of that with a terrific game plan, especially on the offensive end. The defense seemed to be auch der geht wunderbar, 4-3. Was coming from inside, outside, transition. Trailblazers have gone 1-3 for the field to start this one so far. Three-pointer, Lillard. That one doesn't go. And the rebound. Damian Lillard, a star in this league for several years now, whether that's recognized by an all-star appearance. Der geht plus eins, so will ich das sehen. Lillard mit dem ersten Foul. Wenn wir den relativ früh schon ärgern können, wäre das natürlich für das Gesamtspiel für uns echt gut. Jetzt hat er natürlich Platz, macht aber nichts. Selbst die Rebounds fallen uns heute nicht in die Hände. Schön. Chris hat echt Bock. 9-3. Ja, da hat McCollum da zwischen uns relativ viel Platz.
Und ja, da kriegen wir quasi die Retourkutsche. So, da sind unsere ersten zwei Punkte. Die wichtig waren, damit wir das Kaltsein loswerden. Okay. Nice. Ja, komm, brauchen wir ja gar nicht groß rummachen. Machen wir fix. Oh, der fällt auch rein, alles klar. Ja, es sind halt McCollum und Lillard, die halt schwer abräumen jetzt. Und der fällt raus, schade. Gut, also viel besseren Assist kann ich gar nicht spielen, von daher brauche ich mir da nichts vorzuwerfen. Und der nächste Steal. Drei Steals im ersten. Drei Steals im ersten Viertel. Nice. Langsam machen sich die schnellen Reflexe dann doch mal bemerkbar. Jawohl. 13 zu 9. The NBA lifestyle in general, and he learned to be a great leader here in Portland alongside. Och Mann! Ja, das habe ich nicht besser verdient. Holy man, ey. Der Ausgleich. Jetzt müssen wir fix Punkte her. Dann nehmen wir doch welche. Vier Punkte für uns. Ach Mann, warum? Warum hole ich mir das? In the wake of losing one of their all-time greats in LaMarcus Aldridge, to fill some of that scoring gap with a talented player like CJ McCollum. Here's Chandler. The night being active on defense. Ich habe nicht mal einen Rebound gekriegt. On an NBA floor. Cook dishes to Gordon. Und wieder kriegt die Finger dazwischen. Das ist doch zum Mäusemelken. Mann. 52 seconds left in the first quarter of the game. Cook, the pass to Chandler. Ja, von der Wegen. Here Simons takes the three. The rebound by Cook. Oh mein Gott, ich habe einen Rebound bekommen. Juhu. Gordon deciding where to go with it. And Brandon Knight the bucket on the assist by Eric Gordon. 17-13. Inside, he finds a way to score deep in the paint. Es bleibt spannend bisher. Gut, wird mir sogar noch als guter Wurfcontest gut geschrieben. Na komm. Und endlich der erste Assist. Jetzt noch ein Block, dann haben wir wirklich überall was stehen. On the interior defenders with their work down low. Und der geht sogar noch. Wir haben wieder unsere obligatorische zweite Viertel Auszeit bekommen. Und da freuen wir uns natürlich drüber. Denn ich bin ja schon mal froh, dass wir überhaupt wieder Auszeiten bekommen. 1970 and the phrase Rip City, which is und meine Dreier fallen einfach nicht rein. Taking a look at the Rockets, Paul and Harden are the incredible backcourt duo.
Chris is out there with Clint Capella, and it's Cook in at the three slot. Now let's go to the side. Also, was sollen wir denn noch tun? David Aldridge. Hi, Kevin. Well, AI in their last time out against the Warriors was phenomenal. He scored 32 points and got on the glass as well with 9 rebounds. He put up numbers that really jumped out in the box. Ja, heute werden es wohl keine Rebounds werden, mit denen wir irgendwas reißen können. All right, David, thanks. He lifted his game to an unreal level that night. Yeah, he showed how dangerous he is. Nein, das ist nicht unreal. Das mache ich eigentlich dauernd. He'd love to keep that hot streak going here tonight. Would you guys be surprised if he doesn't keep it going? Zweites Viertel und 4 Punkte, das tut irgendwie weh. And for the Blazers, a lot of ups and downs with their history. A lot of wins, but the franchise has been a bit cursed with some major injuries. Der sah sogar hübsch aus. The last 15 years, you think of guys like Greg Oden, the first pick in the draft, Bill Walton back in the 70s, and the ankle injuries that he had to deal with. That young team felt like they were gonna run the West for quite some time, and those injuries really hurt and devastated the fan base in Portland. Count it. Lillard macht den und ja, jetzt heißt es einfach dranbleiben. Ach, doch nicht dahin. Das ist wieder so eine Sache, warum? Harden läuft in die Zone, aber wir spielen außen hin. Mann, da kriege ich immer Kopfschmerzen bei sowas. McCollum against Harden. Passes it to Nurkic. No good on the shot. And Houston the other way now. They host the Clippers after this game. That game marks the first half of a quick two-game game. Was? And here we go. Im Vorbeigehen klaut er mir den Ball. Was stimmt denn mit euch nicht? Collins. Chris with the rebound. Chris has got his fourth rebound in this one. Now 8 seconds separating the two clocks. Jawohl, zweiter Assist. Yeah, he couldn't connect on anything from outside in the first quarter, but now he's hit 2 threes in the second quarter and he looks much better. Paul against Lillard. McCollum left side, 6 to shoot. Kicks it to Nurkic. They turn over the 24-second buzzer, signaling the shot clock violation. So. Here's Cook. You know, you don't think of him as a big-time playmaker, but over the first two quarters, that's exactly what he was. Moving the basketball and making the extra pass, making the defense work harder to stop them. Nice offense there. Lillard and McCollum, the deadly backcourt pairing. Collins is the four with Nurkic in the middle. And it's Chandler. Ja, wir starten mit einem Dreier für die Trailblazers ins dritte Viertel. Ich trau mich im Moment irgendwie nicht. Ja, weil sowas dabei rauskommt, weil einfach der Pass nicht kommt, wenn man ihn fordert. What it is that you can contribute to the team. I think you always have to accentuate those ideals, your approach on a daily basis. Alter, was ist denn heute los? Hab ich irgendwie meine Hände in Butter gebadet oder so? You have to come to practice every day to push the guy that's in front of you and wait for your opportunity. But most of the time, ist ja furchtbar. That kind of consistency with which to work and the attitude of making sure that Ballsicherheit von einem Sack Reis. For our team's success. That usually is a pretty good formula for a good teammate. Harden the pass to Cook. It's good. The assist that. Aha, jetzt kommen langsam die Punkte. Harden's got his fourth assist with that last one here. Ich habe jetzt schon so viel wie in den letzten 12 Vierteln zusammen. And Lillard kicks to Nurkic. Pass to McCollum. Back to Nurkic. To the inside. Lillard goes to the reverse layup and traps it in. Lillard's got 5 points now in the quarter. I don't think he even feels that kind of contact. His focus is just too good inside. Nothing a defense can do. Here's Harden. And the rejection by Collins. And he recovers it. Jetzt müssen wir schnell werden. About 2 minutes into the second half now. Here's McCollum. No good off the back of the rim.
Rockets leading by 8. Down low. Yes. And Harden is more than just a scorer. He's also got some sensational handles and passing instincts. Loves connecting with his teammates. Das hat er nicht gerade getan, doch hat er. Substitution here. Nene, he's checked in for Capella. McDermott comes in for Chris. Eric Gordon, he's checked in for James Harden. And Knight subbed in for Chris Paul. Rockets have gone 3-5 to start the second half, developing a nice rhythm out there. Gordon, the pass to Cook. So. He's just so efficient, getting his points with 12 Punkte. Great recipe for success. Jetzt kommen wir doch langsam ins Rollen. Zwar sehr langsam, aber es geht. Here's Swanigan. Still looking for his first bucket in this one. McCollum finds Chandler. Just 4 to shoot. Here's Cook. Rockets with the rebound. Cook's got his fourth rebound with that last one here tonight. And here's Gordon from outside. Pass zum Assist. 4 Rebounds, 2 Assists, 3 Steals. Jetzt fehlen eigentlich nur noch unsere obligatorischen 2 Blocks. Es ist so irritierend, seinen Namen zu hören und selber den Ball nicht zu haben. Weil die Trailblazers auch einen Cook haben. And AI throws it down. And he can do a lot more damage to the rim than that when he wants to. Oh, you're right. And with the lead they're enjoying, I'm surprised he didn't put a little something extra on that one. From 12 feet out. McCollum, no Hab ich wieder? They have been board dominant in this game. Jetzt läuft's auf einmal wieder mit den Rebounds. And crafting this huge lead. Whistle blows, bucket is Oh, good. Yes. He'll have a chance at the line to make it a three-point play. Shooting pretty much all of their buckets coming from inside the paint now. Rockets have gone 3-for-3 at the line tonight. Kaum fange ich an Punkte zu machen, laufen wir den Trailblazers weg. About 77% of those foul shots. McLemore's checked in for Houston. Auch den habe ich wieder. Wenn es so weitergeht, schaffe ich doch noch meinen Durchschnitt. Oh, euer Ernst? Chandler had 3 different coaches there in Chicago in his first stint. Ah, ja, das. Ja, das fühlte ich schon. Stolen by Gordon. Nice. AI in the post. A nice shot by Den Assist nehme ich mit. Looking at Chandler's evolution, Brent, things really started to change in New Orleans. Well, he averaged over 12 rebounds a game there in his first season under Coach Byron Scott, and then a few years later anchored that Dallas defense during their championship run with Dirk Nowitzki. Hat er mich doch noch gekriegt. Egal. 13 Punkte Vorsprung. Guys like Charles Oakley, Scottie Pippen, Antonio Davis, those guys really helped him to stay on course as a young player coming into the league. You know, we talk so much about accurate shooting. Sometimes accurate passing can lead to great shooting. You saw it there. Houston shooting their 5th free throw of the game here. Shelvin Max checked in for Knight. Free throw off from Cook. Wie voller soll der denn bitte noch werden? What do you think? I think the idea of making sure that the handkerchief matches the tie is a great idea. Only you would say that. Das ist echt immer so eine Sache. Ich meine, wir spielen nicht mehr auf dem Kindergartenmodus. Das ist mir auch klar. Aber entweder der Balken ist voll oder eben nicht. Aber der war voll. Make more decisions. Make more decisions and make decisions that you know can impact whether or not your team wins the basketball game or loses it. Because after a referee makes a determination that you think might be the other way, or they don't look at So, da haben wir die Durchschnittsmenge an Rebounds, die ich so brauche. And there's Eric Gordon on the assist from Mac. Mac's got 3 assists in the game. Time come for more. Swanigan kicks to Cook.
Da ist der erste Block, von dem ich gesprochen habe. And another steal for him. And that's his sixth steal of the night. Imposing his will at the defensive end. Chandler shot good. Schade. Wenn ich da jetzt direkt noch den zweiten geholt hätte, das wäre voll gut. Cook, the pass to McDermott. Eric Gordon on the wing. Floats it up for AI. Oh, yes. Noch ein Alley-oop, Mann. Trailblazers trail by 16. 43 seconds left here in the third quarter. That's tipped. Na? And the officials, ich kann sagen, wo ist das Rückspiel? And becoming impatient, that's not how you're going to catch up. Yeah, that's a painful mistake there. All you can do is just shake that one off and try your best to move on to the next play. Catching up on the changes for Houston. Marquise Chris comes in for Doug McDermott. And it's Paul. Ich habe noch mal einen Dreier gemacht. Ich glaube es ja kaum. Every pass they make is leading to a score, or just great ball movement. About 7 seconds separating the shot and game clocks. And Chris Paul picks up the foul. That is his first foul of the game. James Harden, he's checked in for the Rockets. And Lillard gets double teamed. Paul with the nächste Steal. And the jam by Harden. Yeah, I don't know when Chris Paul sleeps. It's never during the game. Always active and keeping his arms moving, which is how he's able to. Ja, gerade ist das, was ich sage. Wir laufen denen jetzt halt ordentlich weg. Lillard surveying the D. Hits the three-point bomb. Lillard's got a pair of threes now here in the third for the Trailblazers. 1 second left. Jo, jetzt haben wir den Ball. Wichtig sind eigentlich mir drei Rebounds. Fourth quarter on the court for the Rockets. The engine of Warum team, spielst du den denn links rum? Spiel doch einfach rechts rum und gut ist. There with Chris, and it's Cook in at the small forward. Rockets leading by 18. Harden outside. The three-point Schade. The and the great shooters know when they've got enough opening to go for the three. I didn't think it was a bad choice on that possession. Simons, the pass to Lillard. And another three for Portland. Krass. And you can see the play calling this half. Another one from distance. Yeah, no question. It looks like they've rented out the room along the perimeter. Dass sich das jetzt so dreht. And they're likely to keep doing this until Na gut, bei uns fällt gerade alles runter. And they still need to step up just a little bit. They have the lead. He needs to find himself out there. No clue. Ach, ich dachte, ich sehe da mal. Ich dachte, das wäre unser drittes Foul. Fourth quarter just getting started. 1 minute in the books. And so it's Paul bringing it up for Houston. Their biggest lead of the game was 21. Capella finds Chris. Harden right side. Back to Chris. Just five to shoot. Wollte mich eigentlich alle verarschen. Cook. Cook's got 27 points. Dann sagen, gib mir doch einfach den Ball. Turn it on now after that slow start. There's the pass to Nurkic. To the paint. And it's Marquise Chris with the foul. That's his first foul. Not satisfied with their effort level. He said, we're not hustling out there, guys. We are not going to win that way. I promise you. We've got to get after it. We'll see how his team responds. Thanks, David. Here's Cook. Knocks it loose. And out of bounds as the Rockets gain possession. Ich würde sagen, der sprang so komisch, den konnte, glaube ich, keiner aufheben. On Sunday, they'll be matching up against Eric Bledsoe. Ja, dann seht ihr, was wir als nächstes vor uns haben, die Clippers, und die werden wir natürlich mitnehmen. DeMar DeRozan and the San Antonio Spurs. And looking at the Cavs matchup, that's going to be one where it would take a lot of nice. Maybe a cold shooting night for things to go wrong. They just have that much of an advantage over that team. Now Lillard.
Lillard macht gerade gefühlt alles. Gut, ich sag mal so, ich meine, wenn Lillard alleine unser Problem ist, dann haben wir keins. Ah, ich dachte, der Pass kommt selber von Capella. Direkt. Das war ein bisschen doof. Chris holt den Rebound. Wir kriegen wieder keinen. Das ist natürlich für meinen Double-Double-Plan nicht zuträglich. Another miss by Houston. Yeah, the defense there in chill mode. We all know he can burn them from three-point range. Kicks it out to Lillard. Stolen by Steel. AI outside. Pulls up. And he wills them. Und der nächste assist. Right through off the back iron. And he can smell blood in the water. Excellent finish. Yeah, when your opponent's down and frustrated, this is when you could turn it up. Three-pointer Lillard, and the rebound goes to the Rockets. Capella nimmt mir wieder den Rebound weg. Back to Cook. Slammed home, and he oh, yes. Point at the free throw line. That one on Chandler. Unselfish play of Chris Paul there has a knack for knowing when to get his guys. Endlich mal ein Freiwurf, der fällt. Ich fasse es nicht. Making a switch here. McCollum's checked in. And a switch here also for Houston. Gordon's checked in. Hits. Count that one from Nurkic. And that's got to happen if they want to have a so, chance. So, schaffen wir noch 8 Punkte? He needs to just take the game over. I mean, it seems like he's been hesitant to pull the trigger. Ey, manchmal, ne? Up top, Capella. And here's Gordon from outside. Gets it to go from beyond the arc. And the Rockets lead by 20. Well, if Eric Gordon gets the ball from beyond the arc, you have to respect his ability to knock those down. Okay, 2 Minuten vor Ende des Spiels sind wir völlig am Ende. It's McCollum with the drive. Can't hit from 12. That's a great effort on defense. Das gibt's doch nicht, Capella. Glaub mir, als wir den Rebound. To the inside. Chandler with the steal. Mann. Here we go, one on one. Here's Lillard. And it falls over the rim. Natürlich fällt er. Das ist Lillard. Und Lillard ist gerade im Modus. Lillard pull right up on the defense. Outstanding at catching him off guard. Out to AI. From deep. Nope. And it's Portland with the rebound. Lillard outside. Lillard weiß wohl, dass er der Einzige ist, der irgendwas reißen kann im Moment. Ich komme halt nicht dran. Ich soll kein Double-Double machen. Ist okay, ich verstehe schon. Und der Assist zählt. Schön. Full speed ahead. I mean, they have been in control since the opening tip, and that may have sealed the deal. I can imagine a lot of things right now, but a comeback, that's not one of them. The three from McCollum bangs home the trifecta. McCollum's got 9 points. Da brauche ich nichts zu sagen. And no one's slowing him down tonight. McCollum just too focused with this matchup. Gordon kicks to Capella. Puts up a three. And it's Cook missing. Ihr könnt mich alle mal schauen, la la la. Ihr könnt mich alle mal schauen, la 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 la. And this is going to end in a lopsided victory. I love the tenacity and aggressiveness as well as the ability to close. You really got to give it up here for the Rockets. Their hard work on the glass paid off. I tell you what, they're both excellent rebounding teams, and it was a tough battle underneath all game. Aha. I think ultimately that geht earned doch the W. And so all the hard work here tonight converted into a so, 5 Punkte noch, schaffen wir das. And they've taken control of the ich würde das hart feiern, die 40 Punkte voll zu machen. With one game left against this squad. And what a tremendous standout performance it was for AI. Just a really solid effort on the offensive end. He was getting any shot that he wanted. And there's the foul. It'll go on AI. And that'll be his third foul so far. Ja, wir werden rausgenommen, weil das Spiel sicher ist. Was sagen die Fans? Wieso drücke ich eigentlich immer Navigation? Ich will doch aufs Handy.
Briefs zu Ende AI. Mhm. Alles klar. Also die Fans sind tatsächlich durchweg begeistert. Und mit begeisterten Fans beende ich die Folge doch gerne. Also wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da und schaut auch in die letzten, in die anderen Let's Plays rein, um Himmels Willen. Und ansonsten bleibt uns gewogen, gehabt euch wohl, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.